BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Wir stimmen euch ein auf das Duell gegen die Blauen. Heute ohne unseren Helden von Berlin, dafür aber mit drei Derby-Experten. Auch auf Schalke treffsicher Jahrhunderttorschütze Lars Ricken. Jahrelang Anführer im Duell gegen Königsblau, der ewige Capitano Sebastian Kehl. Er brachte S04 schon oft zur Verzweiflung, BVB-Rekordkeeper Roman Weidenfeller. Roman, Kehli, schön, dass ihr da seid. Insgesamt haben wir 55 Derbys gespielt, also auch ohne Nobby haben wir heute viel zu bereden. Aber bevor wir auf das Derby zu sprechen kommen, Kehli, normalerweise, wenn Spieler dann ihre Karriere beenden, nehmen sie erstmal ein paar Kilo zu. Ist mir auch passiert, ein paar sind wieder runter. Ja. Aber wissen auch nicht so richtig, was sie mit dem Tag anfangen sollen. Ich glaube, bei dir ist es komplett anders. Ne? Du bist viel beschäftigter Mann, deshalb mal vielleicht für die Fans, dass du mal erklärst, was machst du eigentlich, wie sieht so dein Alltag aus? Ja, ist richtig. Ich habe hier auch schon mal ein, zwei Mal gesessen, habe ein bisschen über meine Weltreise damals ja schon berichtet und mittlerweile das Studium bei der UEFA im Bereich Sportmanagement steht jetzt kurz vorm Abschluss. Am 8. Mai muss ich meine Diplomarbeit abgeben, bin gerade fleißig am Schreiben. Hab mit den Trainerscheinen begonnen und mache dazu darüber hinaus gerade ein Modul beim DFB in Frankfurt, das sich Spielermentoring tauft. Auch ein ganz spannendes Projekt in der neuen DFB-Akademie. Lerne den Verband mal ein bisschen kennen. Im Sommer werde ich ein bisschen fürs ZDF wieder im Einsatz sein. Also mir wird nicht langweilig. Und das mit den Kilos ist richtig. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen danach, weil sich der Körper umstellt. Man trotz alledem gerne isst, auch gerne mal ein Gläschen Wein trinkt. Aber ich habe es im Moment noch ganz gut im Griff. Ja, das sieht man. Ja, aber jetzt zum Derby zu kommen, Roman. Ich meine, du bist ja ein Zugereister, bist nicht hier geboren, aber inzwischen, glaube ich, dienstältester Profi. Genau. Ich glaube, es gibt nicht viele, die so viele Derbys gespielt haben wie du. Sag mal, auch für unsere Fans, für dich als Spieler, was macht den Reiz aus? Vielleicht auch gerade so die Anfangszeit, als du hierhin gekommen bist. Ich glaube, schon immer auch ein absolut besonderes Spiel. Absolut, ist ein Highlight während der Saison, die zwei Spiele, sowohl zu Hause als auch auswärts, immer was ganz Besonderes. Die Stadt freut sich auf diese beiden Spiele, die Fans sowieso. Selbst als Zugereister, will ich es mal sagen, ist es so, dass man dann während der Woche auch schon spürt, welche Brisanz in dem Duell drin steckt. Und da gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wirklich Vollgas zu geben und letzten Endes auch zu versuchen, auch das Spiel zu gewinnen. Jetzt ist es ja für uns anders. Wir sitzen jetzt auf der Tribüne. Nimmst du das Spiel jetzt von der Warte, weiß nicht, wenn du auf der Zuschauertribüne anders war. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich ins Stadion gehe, ich bin nervöser als Spieler. Also als Spieler war ich die Ruhe selbst, aber im Stadion, wenn ich ins Stadion, wenn ich die Atmosphäre mitkriege, also ich bin total nervös. Ich weiß nicht, wie ist das? Ja, bei mir ist es eigentlich andersrum. Also ich gehe jetzt eigentlich relativ gelöst zu unserem Spiel. Natürlich schaue ich mir im Vorfeld die Berichte an und schaue, wie die Brisanz ist. Jetzt auch am Wochenende wird es sicherlich auch wieder sehr spannend werden. Aber ich sitze eigentlich relativ gelöst auf der Tribüne, weil ich kann das sowieso nicht mehr beeinflussen. Ich habe im Moment keinen Zugriff auf die Mannschaft und trotz alledem fieber ich natürlich intensiv mit. Aber es ist schon eine andere Rolle, finde ich, wenn man oben sitzt, als wenn man dann unten spielen muss. Der Druck ist ein ganz anderer. Und man erwischt sich dann auch schon so langsam dabei, dass man auch anfängt zu analysieren und so ein bisschen zu bewerten, was man früher vielleicht in dieser Form noch nicht gemacht hat. Es gibt ein Spiel, das verbindet uns drei besonders und das schauen wir uns jetzt mal an. 14. Mai 2005, ein Derby-Sieg für die Geschichtsbücher. In den Hauptrollen Sebastian Kehl, Lars Ricken und Roman Weidenfeller. Dabei sind die Blauen so optimistisch, haben nach 14 ungeschlagenen Schlachten extra eine Festungschoreo vorbereitet. Im 15. Gefecht aber ist es der Borusse Kehl, der GE den ersten schmerzhaften Stich versetzt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sticht auch noch Ricken zu. Und das alles vor der Nordkurve. Herrlich. Den Rest erledigt Weidenfeller. Die einzige Festung an diesem Tag ist das BVB-Tor. Wer auch immer es versucht, Roman lässt nichts mehr rein.
Für den völlig verzweifelten Lincoln gibt es zumindest noch warme Worte und eine brasilianische Massage von Dede. Für Kehl und Weidenfeller der erste Derby-Sieg überhaupt, für Borussia Dortmund der erste seit fast 7 Jahren. Daher bleibt dieser 14. Mai 2005 für alle Beteiligten unvergessen. Ja, Roma, was hast du dem denn noch gesagt, da, dem Lincoln? Kannst du dich daran erinnern? Damals hatten wir schon in Kasseln zusammen gespielt und ich kannte ihn eigentlich sehr gut und er hatte mehrere Anläufe gebraucht, um überhaupt aufs Tor zu kommen, okay, und wollte mir jeweils einen reinsetzen, hat es aber nicht geschafft und wir haben dann hinterher ein bisschen geflaxt und es war eigentlich super spaßig. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber wir hatten das Datum dieses Spieltages sogar auf unserer Brust eingenäht. Ja, eigentlich Wahnsinn, weil es war ja nicht wirklich damit zu rechnen, dass wir das Spiel da gewinnen. Ich habe das Trikot noch zu Hause übrigens. Ja, tolle Erinnerung. Wir hatten auch nur noch die Chance dann zu gewinnen. Also wenn du schon so einen Aufstand startest, dann auch wirklich alles dann möglich zu machen und das Datum drauf zu drucken und dann hattest du eigentlich nur eine Chance. Ja, absolut besonderes Spiel. Also ich schieße das Siegtor, aber das war mit Abstand die schlechteste Leistung, die ich jemals im BVB-Trikot abgeliefert habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Also du konntest mich nicht anspielen. Ne? Ich habe jeden Ball verloren, ja, aber Florian Kringer hat mir den Ball dann da so hingelegt, dass ich auch nicht mehr vorbeischießen konnte und kann mich jetzt dafür noch feiern lassen. Ja. Ich meine, und ich habe mich nochmal eingelesen, du hast in allen Zeitungen tatsächlich die Note 1 für Weltklasse bekommen. Also wir haben die Tore geschossen und ja, du hast ihnen keinen reingekriegt. Sind noch andere Auswärtsderbys, die dir so in Erinnerung geblieben sind? Viele Spiele, gerade speziell auch die Derbys. Was zu Hause mir noch in Erinnerung geblieben ist, war 2007, als wir dann den Blauen auch die Meisterschaft vermiest haben. Und ich glaube, Schalke war schon ganz weit vorne und wollte eigentlich hier dann auch die Meisterschaft feiern. Und wir waren kurzzeitig vorher schon gerettet, hatten also nichts mehr zu verlieren und haben eigentlich nur noch auf sich gespielt, wie eigentlich immer, wenn wir spielen. Und hatten dann auch das Glück auf unserer Seite und haben die eigentlich ganz locker 2-0 hier im eigenen Stadion besiegt und haben, glaube ich, einen richtigen Schmerz auch. Ja, und unser gemeinsamer Freund Christoph Metzelder hat überragendes Spiel gemacht, können wir noch erinnern, zwei Torvorlagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte er deswegen auch so einen relativ schweren Start auf Schalke. Ja, was wir gerade gesehen haben, 2005 müsste für dich der erste Derby-Sieg gewesen sein. Und vorher haben wir die ganze Zeit nicht gewonnen. Ja, wenn du was sagst, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber 2005 ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, 2011 und 2012 auch, haben wir auch dort gewonnen. Ich habe auch noch mal ein Tor geschossen. Ich habe also nicht so viele Tore geschossen, aber gegen die Blauen immer von der Seite war ich relativ erfolgreich. War auch ein spektakuläres Spiel. Ich kann mich auch noch gut an das 3:3 hier erinnern im Stadion. Ich weiß nicht, das war 2:8, da musst du eigentlich, warst du auch noch dabei. Hat Alex Frey zwei Tore gemacht. Wir lagen 3:0 zurück, kam Alex Frey rein irgendwie und in der 89. Minute noch einen Freistoß rein. Haben das Spiel innerhalb der zweiten Halbzeit noch komplett gedreht. Da waren schon ein paar packende Duelle dabei, aber dort aufzulaufen, auf Gelsenkirchen, auf Schalke, das ist Gänsehaut. Ich meine, man kommt da rein, man wird ausgepfiffen von allen Menschen, aber irgendwie ist es auch geil, weil man weiß, man kann nur gewinnen und man will gewinnen und das haben wir ein paar Mal zum Glück dort dann auch geschafft. Ja, es waren geile Spiele und haben natürlich auch viele geile Tore gesehen und ein paar schauen wir uns jetzt an. Ja, mein schönstes Tor gegen Schalke haben wir leider jetzt nicht gesehen. Das war 95 gegen Jens Lehmann. Ja, ich wollte halbrechte Position, 16 Meter vorm Tor. Ich wollte den Ball tatsächlich links unten reinschießen. Der rutscht mir über den Spann, schlägt rechts oben im Winkel ein. Jens ohne Chance. Tor des Monats. Ja, und ja, aber ich konnte nichts dafür. Ich meine, Kedi, du hast auch
viele Champions League Schlachten geschlagen, Weltmeisterschaft gespielt. Aber gegen Schalke, wenn ja, dir da, du hast gerade gesagt, wirklich Wut entgegenschlägt und ist ja auch alles relativ nah dran. Man hört alles, man spürt alles, schon immer besondere Tore. Absolut. Wie gesagt, ich habe nicht so häufig getroffen, aber gegen die Schalker dann schon. Und vor allem, wenn die Tore dann am Ende auch noch dazu führen, dass man ein Spiel gewinnt, hat es natürlich eine viel größere Bedeutung, als wenn man ein Tor schießt und man verliert am Ende vielleicht so ein Spiel. Das war in meinem Fall zum Glück nicht der Fall. Aber ja, spektakuläre Spiele, erinnere ich mich super gerne dran. Und ich glaube, es gab dann noch irgendwann eine Zeit, wo der BVB, ab 2009 war es, glaube ich, wo der BVB einfach den Abstand zu Schalke so vergrößert hat, dass ja, einfach die Schalker auch die Dortmunder gar nicht mehr einholen konnten in der Tabelle. Trotz alledem haben diese Spiele natürlich immer eine ganz besondere Brisanz und so wird es am Wochenende auch sein. Ja, ich meine, Tore dort zu schießen ist geil, aber Elfmeter gehalten, wann war es? 2000? Gegen 13? Kevin Prince-Boateng. War das vor der Schalker Tribüne? Das war direkt vor der Tribüne von ja. Schalke. Gegen Kevin war das? Gegen Kevin. Ist danach dann zu uns gekommen? Vorher war das. Vorher hat er für uns gespielt. Ja, deshalb hat er den auf Schalke aufgeschlagen. Und das Schöne ist, ich wusste, dass ich ihn ein bisschen auch beeinflussen kann. Und er schoss mir mehr oder weniger direkt ganz nett und freundlich in die Arme rein. Und das war natürlich für mich auch eine tolle Situation, um natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen zu tanken. Und letzten Endes haben wir das Spiel auch gewonnen. Alles gut. Zu meiner Zeit, als ich noch gespielt habe, da war es ja so, dass sag ich mal, beim Abschlusstraining hunderte von Zuschauern da waren, bis in die Tausende mit Transparenten, auch in Phasen, wo es nicht so gut lief, teilweise auch aggressive Stimmung. Jetzt trainiert er ja meist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber ihr seid ja auch beide keine, die sich jetzt auch in der Öffentlichkeit rar machen, sondern man sieht euch ständig überall in Dortmund rumlaufen, deshalb so der Klassiker. Beim Bäcker ist das noch so? Werdet ihr oder insbesondere du jetzt als Aktiver noch drauf angesprochen oder ist da so eine gewisse Normalität eingekehrt, weil naja, die Schalker uns in den letzten Jahren ja doch nicht mehr einholen konnten? Nein, das ist immer noch so. Also egal, wo man sich in der Stadt bewegt, die Leute sprechen einen immer noch an und sagen, ne, denkt dran, Männer, am Wochenende alles geben, alles raushauen. Es gibt nur einen Sieg, ne, das ist natürlich auf Schalke und das ist nicht nur ein Drei-Punkte-Spiel, sondern mehrere Punkte werden da vergeben und ja, dementsprechend oder was. Freut man sich natürlich auch riesig darauf. Aber ich kann mich noch gut an die Sachen erinnern, die du und die haben beide haben sie auch noch erlebt, als wir hier um die Ecke das Training absolviert haben und mal im Abschlusstraining dann wirklich tausende Fans teilweise sogar da waren und teilweise sogar Böller abgeschossen haben hier am Trainingsgelände hier um die Ecke. Es war einfach auch nochmal eine schöne Einstimmung auf dieses Spiel, einfach von Seiten der Fans auch nochmal. Das ist heute jetzt leider in der Form ja nicht mehr möglich, aber trotzdem spürt man die Euphorie um dieses Spiel herum. Die Medien tun auch alles Mögliche, um dieses Derby auch weiterhin als eines der wichtigsten Spiele in Deutschland sozusagen auch zu behaupten. Und ja, ich glaube, es wird am Wochenende wieder richtig was abgehen. Ja, ihr merkt, wir sind heiß, insbesondere Roman ist heiß. Und damit ihr auch heiß seid, hier noch ein kleiner Stimmungsmacher. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben zusammen 55 Derbys gespielt. Muss ich leider auch sagen, wir haben mehr Derbys verloren als gewonnen. Was macht dich denn optimistisch, dass wir jetzt mal die Quote wieder zu unseren Gunsten ein bisschen verändern? Ja, zum einen haben wir klar die bessere Mannschaft. Zum anderen ist es auch so, dass wir, glaube ich, auch gewinnen müssen. Wir sind jetzt 3 Punkte von Leipzig entfernt. Und jetzt sollte man auch versuchen, wirklich auch die Leipziger noch einzuholen. Ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dann auch den zweiten Platz zu belegen, um zu sagen, okay, wir sind zumindest die zweite Kraft und Macht im deutschen Fußball und klar, dass die Leipziger eine tolle Mannschaft haben, gar keine Frage, aber ich glaube schon, dass wir es verdient haben, dann auch direkt nach den Bayern zu kommen. Ja, wo du das Spiel siehst, brauche ich nicht fragen. Du hast entweder den besten Platz auf dem Spielfeld oder den zweitbesten Platz direkt daneben. Ja, Kili, wo schaust du?
Ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht fahre ich mal mit, schaue es mir mal an, wobei ich ein Derby dort noch nie geschaut habe von der Tribüne. Also, das ist zumindest eine Option für mich. Also ich habe mich mit Kumpels verabredet, wir gucken uns in der Kneipe. Also okay. Ich werde nicht nach Gelsenkirchen fahren, da laufen mir zu viele Schaltungen. Also, ja, denkst du überhaupt, dass du ins Stadion rein darfst? Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Es war eine Option, jetzt mal darüber nachzudenken, ob ich mit hinfahre, aber bequemer. Und vor allem sicherer wird es, wenn ich zu Hause schaue oder in der Kneipe hier in Dortmund, weil ich gehe auch fest davon aus, dass der BVB gewinnen wird und dann kann es am Ende wieder ein bisschen tumultig werden. Ja, wie schätzt du das gerade aktuell ein? Ich meine, die Schalker, die fabulieren ja jetzt schon wieder da von den Europapokalplätzen. Hinspiel war extrem heiß, heißes Duell, intensiv, ich glaube 35 gelbe Karten. Wie schätzt du das ein? Lässt sich vielleicht sogar zum Tipp hinreißen? Ja, tippen kann ich, kein Problem. Ich befürchte nur auch, dass die Schalke wirklich heiß sein werden, weil auch sie haben in den letzten Wochen die Kurve bekommen, haben in der Bundesliga 2 Siege in Folge gehabt, im Europapokal noch weitergekommen, sodass jetzt ein bisschen Euphorie dort entstanden ist und durch den Abstand, glaube ich, auf Platz 6 mit 4 Punkten, denke ich, ja, haben sie jetzt auch nochmal so ein bisschen das Gespür an die internationalen Plätze wiederbekommen. Sie werden auch alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Deswegen wird es ein brisantes Duell werden. Es wird richtungsweisend werden für beide Mannschaften, so wie Roman es sagt. Wenn der BVB gewinnt, denke ich auch, kann der Schritt auf Platz 2 in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch möglich sein. Aber die Schalker stehen genauso unter Druck. Sie müssen mit dem Kader, mit der Mannschaft am Ende auch mindestens ins internationale Geschäft. Und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wer am Ende die langen Gesichter dort hat. Tipp, machen wir gleich zum Schluss, oder? Können wir auch jetzt machen. Also ich sage ein klares 1-0 für uns. Ein ganz klares. Ganz klares. Ich glaube an ein 2-1 für den BVB. Ich glaube auch, dass wir ein Gegentor bekommen, aber dann auch ein Sieg. 2-1. Gutes Ergebnis. Okay, dann sind wir uns ja einig. So, jetzt erstmal bis hierhin vielen Dank. Jetzt zocken wir gegeneinander und mal gucken, wer da die Nase vorne hat. So, wir sehen jetzt 13 früherer Derbys und auch wenn Nobby heute nicht dabei ist, soll er trotzdem im Mittelpunkt stehen. Er ist immer dabei. So, und wir entscheiden dann kein Tor oder Tor. Roman, du darfst als erstes anfangen. Hoffentlich ist Nobby mir nicht sauer. Ich denke, der geht drüber. Also, darf ich auch noch was sagen? Oder soll ich die nächste Szene machen? Nee. Wir machen die alle zusammen. Okay, also ich glaube auch, dass er vorbeigeht. Ich sage, der geht rein. Ja, das war zu sehen, Lars. Ja, okay. Die Hüfte. Die Hüfte. Guck mal, wie schmal der Nobby ist. Guck mal, schöne, lange, schlaksige Beine. Übrigens, also was der Gewinner bekommt, das überlege ich mir gerade. So, jetzt schauen wir uns die zweite Szene an. Da ihr führt, müsst ihr anfangen. Roman? Tor. Tor. Da sage ich auch Tor. Ist ja schon, ich bleib dann nicht im Matsch liegen. Okay, Roman 2, Kili 2, ich 1 Punkt. Okay, und Zorki ist auch dabei, guck mal. So, Kili, jetzt darfst du anfangen. Jetzt darf ich anfangen. Den kann er eigentlich normal nicht mehr halten. Also normalerweise, guck mal, jetzt auf dem Weg in die Rechte. Tor. Ich habe das Gefühl, dass ist das Nobby vor einem Sturm. Ach, deswegen sagst du kein Tor, oder? Wenn er das hört. Alle 10 mit Nobby, Roman. Alle. Alle. Danke für den Hinweis. Nein, ich glaube, Nobby köpft den Gegenspieler an. Ich glaube, der Ball geht dann hinterher vorbei. Also er geht vorbei. Und du sagtest? Ich sag Tor. Tor. Ich sag Torwart hält. Habe ich das Ding gewonnen? Ja! Ja, Kelly, hast du tatsächlich gewonnen. Da ich nicht gewonnen habe, gibt es auch kein Geschenk. Ich hoffe, du freust dich das trotzdem. Genau das habe ich mir schon gedacht. So, aber Kelly, wir beiden unterschreiben jetzt noch hier einen Kunstdruck. Der Roman hat dort schon unterschrieben. Jetzt brauchen wir nur noch mal einen Stift.
zu deiner Mannschaft. Lars, also eigentlich saß du immer hier und dann saß ich da irgendwann. Ja, dann unterschreibt er ihn. Dann schreibe ich hier eine Ecke. Jetzt ist es ein Schmelzer. Ja, unterschreibt er einfach. Ich mache die 5 dazu. Die ist zwar nicht mehr da, aber... Wer hat denn jetzt die 5? Bartra. Ja, wunderbar. Wie gesagt, Roman, du hast schon unterschrieben. Ja, also vielen Dank, Roman Kelly, dass ihr da wart. Ich glaube, es war eine einigermaßen launige Runde. Und das nächste Feiertagsmagazin dann nächste Woche, dann auch wieder mit dem Nobby. Und auf einen Sieg morgen gegen Schalke. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.